Dann herzlich willkommen zu diesem Video-Interview. Heute habe ich jemanden zu Gast, nämlich die Madeleine. Und wir haben auch schon im Vorfeld drüber gesprochen, über so ein paar Themen. Und da habe ich gemerkt, wir haben da schon ganz kontrovers diskutiert. Bevor wir in die Themen einsteigen, wollte ich erstmal, wie immer, ne, dass wir uns beide mal vorstellen. Deswegen, Madeleine, stell dich mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was macht man? Was machst du? Oder was macht man mit dir, wenn man mit dir zusammenfindet? Und dann würde ich mich auch nochmal vorstellen. Also mein Name ist Madeleine. Man kannte mich lange unter dem Namen Madeleine, jetzt kennt man mich häufiger unter dem Namen Milane. Das liegt daran, dass ich Buchautorin bin und Milane ist mein Künstlername und gleichzeitig Alter Ego. Und wenn ich keine Bücher schreibe, dann schreibe ich gute Texte oder ich schreibe Social Media Posts für andere Menschen oder ich bringe anderen Menschen bei, wie sie auf Social Media achtsam sichtbar werden. Das ist eine sehr gute Vorstellung. Ja, auf das Thema Bücherschreiben gehen wir heute noch mehr ein. Ich bin Tim Brettschneider, der Inhaber, Geschäftsführer, Gründer der Voll GmbH. Wir sind eine Performance-Marketing-Agentur. Das heißt, überall, wo ich Geld ausgebe, um eine Reichweite zu bekommen für Leads, für Käufer, da können wir weiterhelfen. Und ich persönlich finde ja das Thema Content Creation, Bücherschreiben, sich auch, also was ich auch noch sehe, ne, gibt Bücherschreiben und Bücherschreiben, aber sich auch authentisch darstellen, wie man wirklich ist und über seine Herzensthemen schreiben. Das hat mich bewegt, deswegen habe ich gesagt, wir sollten mal sprechen. Kannst du mal sagen, wie viele Bücher hast du jetzt schon veröffentlicht und um was ging es denn da so grob? Was ist so das Thema deiner Bücher? Mein erstes Buch habe ich letztes Jahr im Oktober veröffentlicht. Das geht in den nächsten Tagen dann endlich in den Druck an die Kunden raus. Es ging um, oder es geht um die Bullet Journal Methode und meine mentale Heilung. Also diese Art zu schreiben, Notizen zu machen, hat meine mentale Heilung und mein Persönlichkeitswachstum angestoßen. Und diese Geschichte wollte ich gerne mit anderen Menschen teilen. Und aktuell arbeite ich gerade in der letzten Überarbeitungsschleife an meinem Debütroman. Denn ich bin eine Autorin, die sich nicht nur in einem Genre zu Hause fühlt, und das gebe ich auch gerne an andere weiter. Jetzt, apropos Genre, ne, das ist ja schon dein erstes Buch, wenn ich das sagen darf, sehr speziell, sehr in der Nische. Für den, der es noch nicht kennt, wie muss ich mir das vorstellen? Ist es denn mehr so eine Erzählung von deiner Reise gekoppelt mit dem Thema Bullet Journal? Ist es mehr ein Sachbuch verwoben mit einer persönlichen Geschichte? Wo würdest du es verorten? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich würde sagen, es ist ein Ratgeber mit einem gewissen Anteil an Anleitung, wie die Bullet Journal Methode funktioniert, aber eben auch, wie man dranbleiben kann, wie man sie täglich als Helfer, als Unterstützer im Alltag nutzen kann. Und ich habe auch meine Reise als Künstlerin unter anderem in diesem Buch geteilt, denn alle Illustrationen, die später im Debütroman erscheinen werden, sind auch in dem Sachbuch schon drin. Das ist schön. Was hat dich denn bewegt eigentlich? Also, wenn wir jetzt bei dem Medium mal sind, wir wollen halt auch über verschiedene Plattformen sprechen, die Buchform zu wählen und nicht zum Beispiel ein Hörbuch, Podcast, ähnliches. Also, woher kam der Wunsch zu sagen, ich mache jetzt ein Buch? Ja, in all diesen anderen Genres, also Video und Podcast, bin ich ja auch zu Hause. Aber dass ich mich jetzt fürs Thema Buch entschieden habe, lag unter anderem daran, dass ich als Kind, wie viele Kinder, diese typische Frage gestellt bekommen habe: Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Und dann habe ich ganz trocken geantwortet, als ich 8 Jahre alt war: Buchautorin. Und dann habe ich von 2008 an Literaturwissenschaft studiert und habe mir damit quasi die Basis gelegt, gut zu schreiben, richtig zu schreiben und so weiter. Und nachdem ich dann mein Studium mit dem Master abgeschlossen habe, bin ich nochmal einen komplett anderen Weg gegangen und habe den Beruf der Industriekauffrau gelernt. Und da habe ich das ganze Marketing-Know-how an die Hand gekriegt und damit das perfekte Paket geschaffen. Das finde ich spannend. Ne? Also vom Buchschreiben habe ich noch großen Respekt. Aber gut, da kommen wir auch gleich noch dazu. Wenn ich es jetzt richtig so gesehen habe, ne, ansonsten korrigiere mich, ist ja deine aktuelle Lieblings-Social-Media-Plattform schon LinkedIn? Ja. Genau. Wie ist so für dich das Thema zusammenzubringen? Also Bücher schreiben, Bücher promoten, LinkedIn-Business-Netzwerk. Ist das für dich schwierig oder geht das Hand in Hand, deiner Meinung nach? Es geht auf jeden Fall Hand in Hand, denn LinkedIn ist ja nun mal der Pool der Experten. Also da finden sich die Experten zusammen, jeder irgendwo in seinem Thema. Es ist ein ganz, ganz besonderer Austausch, wie ich finde. Und diesen Expertenstatus, den findet man vielleicht noch auf Instagram, aber das auch nicht mehr so wesentlich, und auf TikTok auch eher weniger, denn Business Talk ist noch nicht so weit verbreitet, dass man sagen kann, das ist wirklich ein Erfolgskonzept. Da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Und deswegen finde ich LinkedIn einfach als
als Austausch unter Experten eine ziemlich besondere Plattform. Und auch da gibt es viele, die daran zweifeln, ob ihr Expertenbuch wirklich ein Erfolg werden kann. Und genau das möchte ich halt anstoßen. Hast du in meinen Augen ja was gemacht. Ne? Also ich bin ja selber auch viel auf LinkedIn aktiv, aber ich muss ja mal zugeben, ich lese gar nicht so viel auf LinkedIn. Also meistens ich poste und dann gucke ich, ob jemand bei mir kommentiert und was gemacht hat. Aber sonst schaue ich nicht viel rein, weil ich finde, vieles auf LinkedIn ist ganz schlimmer Einheitsbrei geworden. Also es sind alle erfolgreich, bei allen läuft's, ne? Alle hasseln ganz hart und eigentlich immer nur höher, schneller, weiter. Die, die dann doch mal was anderes machen, sind dann die gefakten Heul-Selfies, finde ich auch ganz schrecklich. Ne, wo man dann hier so Tränen drauf macht und irgendeinen Text dazu schreibt, um irgendein Thema zu haben, wo man merkt, das kann gar nicht passen. Und du gehst in dieses Haifischbecken von überoptimierten Menschen und sagst, jetzt schreibe ich hier ein Buch, was eh schon ein bisschen speziell in die Nische geht. Und mit dem Buch öffnest du dich auch ein ganzes Stück weit, weil du ja da zeigst, ne, wie hat denn deine Reise die innere Heilung und so weiter. Wie schwer ist dir das denn gefallen? Also hast du gesagt, Mensch, ich mach das, das ist jetzt die Lücke und bist da raus, oder war das ein Prozess, wo du länger dran gearbeitet hast, bis du dann gesagt hast, den Weg gehe ich jetzt. Es brauchte von meiner Seite sicherlich eine gewisse Portion Mut auch, aber ich bin auch der Meinung, dass auf LinkedIn auch endlich was passieren muss, nämlich dass diese, wie du es gerade genannt hast, diese gefakten Heul-Selfies aufhören müssen und dass wir das Thema mentale Gesundheit nicht mehr als Abklatsch zum Geldverdienen vermarkten sollten, sondern wirklich ehrlich darüber sprechen, dass mentale Gesundheit im Arbeitsleben einen ganz, ganz entscheidenden Platz haben muss. Denn wenn wir damit nicht endlich anfangen, dann weil du hast es auch gesagt, schneller, höher, weiter, dieses Funktionieren funktioniert nicht mehr. Wir sind keine Kaffeemaschinen, die funktionieren können. Und deswegen müssen wir da rauskommen. Und das war mir halt ein wichtiges Anliegen, das auch endlich zu öffnen. Und es wird ja auch in meinem Debütroman eine Rolle spielen. Finde ich wirklich sehr positiv. Ne? Also das ist ein Thema, das hat in der Ernsthaftigkeit, die es braucht, ne? Und aber auch in dem Respekt von Umgang damit. Ich finde immer, mentale Gesundheit ist halt einmal so die Schiene so, oh, arme, arme, ne? Ah ja, Bubu, das ist auch nicht richtig. Oder halt eben dieses, ne? Ich nehme es als Vorwand zu zeigen, wie stark ich bin, weil ich es nach außen gefaked zeige. Deswegen gehe ich da auch voll mit, ne? Dass das eine gewisse Aufmerksamkeit braucht, aber auch den Respekt von Umgang damit. Wie hast du dann für dich so einen Weg gefunden? Weil ich muss sagen, es gibt viele da draußen, und wahrscheinlich hast du auch erlebt, die auf LinkedIn speziell, generell im Leben kann man fast schon sagen, eine Maske vorschalten, so eine Schutzhülle drüber machen, nicht immer das sagen, was sie denken. Es ist manchmal auch gut, wenn man nicht das sagt, was man denkt. Aber wie hast du da für dich den richtigen Grat und den Weg da reingefunden? Ich glaube, da spielt das Thema Vorbildwirkung einfach auch eine ganz große Rolle. Also ich nehme meine mentale Reise weder für mich als Ausrede, warum ich jetzt nicht funktionieren kann wie andere, noch mache ich das, um Aufmerksamkeit zu generieren, sondern es geht mir ganz besonders darum zu zeigen, dass man nicht der Weg ist, den das Leben einem vorschreibt. Also du bist nicht deine schlechte Kindheit oder du bist nicht deine Erlebnisse in der Jugend. Du entscheidest, was du aus deinem Weg machst. Und das hat man mir nie abgekauft. Und ich kann heute guten Gewissens sagen, meine Feinde aus der Schulzeit sehen heute meine Posts und sind unsagbar neidisch darauf, dass ich meinen Weg gegangen bin. Und ich finde, das vergessen wir viel zu sehr, wenn wir über das Thema mentale Gesundheit sprechen. Und klar, man macht sich angreifbar, aber why not? Ich bin nicht everybody's Darling. Ich bin auch nicht weitestgehend auf LinkedIn, um Freunde zu finden. Ich glaube, das verwechseln wir auch manchmal ein bisschen. Aber tiefgehende Arbeitsbeziehungen, die ehrlich und authentisch sind, das ist eigentlich das Ziel. Das hast du ein sehr schönes Stichwort geliefert, ne? Also das läuft ja heute sehr gut mit den Überleitungen zu meinen Fragen. Die Leute aus der Schulzeit, die sind heute neidisch darauf, dass du deinen Weg gegangen bist und sie vielleicht nicht ganz so. Und ich habe mal, also ich habe selber mache ich ja auch Coaching, was ich durchlaufe, ne? Und man will sich ja weiterentwickeln. Und ich habe dann irgendwann mal gelernt, das ist so ein Tenor, den ich generell im Leben sehe. Ich habe immer zwei Entscheidungen. Entweder ich habe heute den kleinen Schmerz, ne, dass ich mich irgendwo anpasse, unterordne, das mache, was halt Konsens ist. Oder ich habe dann den großen Schmerz langfristig, dass ich halt nicht das gemacht habe, was in mir drinsteckt. Und ich glaube, dass ganz viele Leute da draußen noch jeden Tag diesen kleinen Schmerz in Kauf nehmen. Also ich kann es mir nicht anders erklären. Also ich glaube kaum, dass bei 80% der LinkedIn-Posts die Leute so machen, dass sie da wirklich ehrlich dahinter stehen.
Ne? Und dass sie das dann wirklich überzeugt machen. Also gibt es so einen, den habe ich gesehen, der ist 55 Jahre alt und macht dann so Business-Selfies. Das würde der im echten Leben nie machen, ne? Aber weil halt seine Marketingabteilung ihm gesagt hat, das muss man machen. Wenn man jetzt so das vielleicht hört und deine Geschichte auch bewegend findet und sagt, Mensch, ich nehme das als Vorbild, ich möchte jetzt vielleicht auch mal mehr meine Perspektive reinbringen, authentischer kommunizieren, aber ich traue mich noch nicht so ganz, weil man macht sich ja angreifbar, man ist nicht everybody's darling. Hast du für so Leute vielleicht ein, zwei Tipps, wo du sagst, da schafft man das so Stück für Stück, man muss es vielleicht dann nicht mit der Brechstange machen, aber wie man das nach und nach integrieren kann? Der erste Weg ist, sich diese, oder das war der erste Weg, den ich gegangen bin, das waren diese Glaubenssätze, sich anzugucken, was sind meine Glaubenssätze und wo kommen die eigentlich her. Und viele Dinge sind so tief in uns verwurzelt. Wir haben uns das aber nicht ausgesucht. Also wir haben uns zum Beispiel gerade häufig weiblich gelesene Personen haben es sich nicht ausgesucht, dass man ihnen in der Jugend zu viel gesagt hat, du bist nicht gut genug, du kannst nicht mit anderen mithalten. Und sich klar zu machen, ich kann nichts für meine Glaubenssätze, aber ich habe es in der Hand, was ich mit diesen Glaubenssätzen mache. Das ist so der erste Erkenntnis, die erste Erkenntnis gewesen. Das kann ich auch jedem mit auf den Weg geben. Und dann das Zweite, was ich auch immer ganz wichtig fand für mich, als ich mein eigenes Warum gefunden hatte, da habe ich dann diesen Umschalter gehabt und konnte sagen, okay, jetzt habe ich mich gefunden und ohne dass esoterisch oder spirituell zu meinen, da muss jeder für sich den richtigen Weg finden. Aber ich habe mich gefunden, ich weiß, wer ich bin und wo ich hin will. Und nur wenn ich dieses Warum kenne, kann ich eigentlich auch authentisch ich sein. Hast du, als du dann damit angefangen hast, das authentisch nach außen zu kommunizieren und dich dann, ich sag mal, so zu öffnen nach außen, gab es dann so ein, zwei Schlüssel-Positiverlebnisse noch, die du da hattest, vielleicht? Angefangen hatte das Ganze ja eine Ausbildung und ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Das ist übrigens total witzig, weil mein Ausbilder ist auch auf LinkedIn. Der hat damals zu mir gesagt, machen Sie dieses Social Media Ding, Sie sind dafür gemacht. Und da habe ich gesagt, okay, ich glaube Ihnen das herzlich wenig. Wir haben da Excel-Tabellen angelegt, wir haben uns mein Wachstum angeguckt, so über die Zeit. Und dann meinte er so, tragen Sie mal eine exponentielle Linie in das Diagramm ein. Dann habe ich gesagt, das kann niemals passieren. Und dann gab es da diese Oktoberferien, ich weiß nicht, in einem Ausbildungsjahr, ich glaube im ersten war es. Und ich kam aus den Oktoberferien zurück und hatte auf Instagram 1000 Follower. Also ich bin quasi innerhalb weniger Tage von 200 auf 1000 Follower geschossen. Und das war so, hier passiert gerade irgendwas, das kann nicht real sein. Ich muss das weitermachen, ich kann nicht wieder damit aufhören. Das ist schön, ja. Und das zweite positive Schlüsselerlebnis war, ich glaube, ich kann dir schon einen Namen nennen. Als ich mit meinem Podcast-Partner Stefan sein Warum gesucht hatte, also wir hatten uns im Working Out Loud, ich weiß nicht, ob die Zuhörer die Methode kennen, Ich haben kenne wir es uns. nicht, also du müsstest mir schon wenigstens erklären. Ja, also Working Out Loud ist eine Methode, da trifft man sich mit so circa 4 bis 6 Leuten in einer Gruppe und arbeitet innerhalb von 12 Wochen verschiedene Aufgaben ab, um eben sichtbar zu werden. Und man lernt ganz schnell, dass man auf Social Media oder auch im Alltag nicht gibt, um etwas dafür zu erwarten, sondern man gibt einfach, weil man gibt. Und dieses beruhigende Gefühl zu haben, ich poste zum Beispiel nicht, damit ich Likes kriege, ich tue nichts, damit ich dafür belohnt werde und ich erwarte zum Beispiel auch kein Danke, wenn ich jemandem die Tür aufhalte. All das sind Dinge, die ich daraus mitgenommen habe. Und dann habe ich von meinem zweiten Podcast meinen Kollegen Stefan kennengelernt, eben über Working Out Loud. Und wir haben gemeinsam sein Warum gesucht. Und da hatte ich aber schon Warum-Coachings in Unternehmen gemacht, aber noch nie mit Einzelpersonen. Und das war so ein erhellender, emotionaler Moment, jemand anderem dieses Geschenk zu machen, sein Warum zu finden. Das finde ich eine gute Story, ne, dazu, vielleicht um Mut zu machen für diejenigen, die sagen, naja, ich traue mich noch nicht ganz, dann doch mal so die ersten Schritte in der Richtung zu gehen. Finde ich gut. Jetzt hast du ja gesagt, du machst ja auf LinkedIn oder generell nicht den Content nur für die Likes, ne? Das ist immer ein guter Ansatz, sondern dass man sagt, okay, ich möchte damit in den Außen gehen. Aber am Ende versucht man ja doch irgendwo auch monetär ein Ziel zu erreichen. Und ich sehe, na, es ist sehr schwierig, die Mitte zu treffen. Also ich gehe, sage ich mal, bin ich auch ehrlich, eher in die Richtung lieber ein bisschen zu viel Werbung gemacht, ne? Also so ist meine Einstellung. Und du wahrscheinlich eher in die andere Richtung.
Wie sagst du, kann man denn da die Mitte finden? Also was findest du aus deiner Sicht, also wirklich nur deiner Sichtweise, wäre denn so ein faires Verhältnis zwischen Content und Eigenwerbung? Weil man will ja am Ende auch irgendwie ein bisschen Umsatz machen. Natürlich will man Umsatz machen. Das ist auch richtig und das ist auch gut so. Und ich glaube, kein Unternehmen kann davon leben, dass man dann kann man eine gemeinnützige GmbH gründen und dann ist die Sache in Ordnung. Dann braucht man kein Geld verdienen und muss sich keinen Druck machen. Aber was ich viel wichtiger finde, ist, dass man ehrliche Bedürfnisse findet, ehrliche Herausforderungen der Zielgruppe findet. Also es gibt, ich mache das auch immer in meinem Mentoring-Programm. Es gibt so dieses unehrliche Marketing, in dem ich Menschen Dinge einrede, die sie jetzt gerade brauchen. Und das beste Beispiel dafür ist, muss ich ein Auto für 100.000 Euro fahren oder fährt ein Auto für 40.000 Euro auch von A nach B? Ist nur ein abgedroschenes Beispiel, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber insofern gibt es echte Bedürfnisse, es bringt mich von A nach B oder ich rede den Leuten etwas ein, was sie eben gar nicht haben müssen. Das ist ein Statussymbol zum Beispiel. Und wenn ich da den Mittelweg finde, dass ich die Bedürfnisse meiner Zielgruppe durch Zielgruppenforschung herausfinde und ich kenne diese echten Bedürfnisse, darauf sich zu beziehen und darauf das zu kommunizieren, was man eben als Lösung anbieten kann, das ist für mich ehrliches Marketing. Und das ist, wenn ich das in Prozentzahlen mache, würde ich sagen, man muss auch ein bisschen was von sich geben. Man teilt auch seinen Arbeitsalltag, seine Erkenntnisse, aber es darf auch über das Produkt und über die Dienstleistung gesprochen werden. Jetzt gehen wir mal von dem kurzen Content, sage ich mal, LinkedIn, Instagram, zurück zum langen Content mit dem Buch. Jetzt gibt es unterschiedliche Meinungen, ne? Aber wie siehst du es denn aktuell? Bücher, erleben die eine Renaissance? Oder haben die es schwerer und sind immer mehr in der Nische? Wie ordnest du es aktuell ein mit den aktuellen Zeitgeschehen? Ich glaube, es gibt immer noch Menschen, die es genießen, ein Buch zu lesen. Ob man das Ganze jetzt in gedruckter Form haben muss, sehe ich wieder aus Nachhaltigkeitsperspektive schwierig. Da tut es auch ein E-Book. Aber allein diesen Reiz zu haben, etwas für den Kopf zu tun, indem man Buchstaben aneinanderfügt, so blöd wie es klingt, aber in unserer schnelllebigen Zeit, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis, was wir, glaube ich, auch uns erhalten müssen, damit wir nicht immer weiter in Richtung Social Media abstumpfen. Also diese kurze Aufnahmefähigkeit eines Goldfisches zu bekommen, versuche ich immer zu vermeiden. Und deswegen glaube ich, dass Lesen ein ganz, ganz wichtiger Teil ist. Und wenn man da diesen gesunden Kompromiss zum E-Book findet, vielleicht auch zum Hörbuch, auch das ist ein sehr, sehr angenehmer Impuls, den man sich schenken kann, dann haben Bücher durchaus eine Chance. Und es gibt auch in keinem anderen Medium, bin ich der Meinung, die Möglichkeit, auf so einem großen Raum den Expertenstatus rauszustellen. Ich sehe das ähnlich, ne? Also ich mag Bücher auch. Ich habe dieses Jahr mir ja auch eine Challenge gemacht, also eine kleine Challenge, aber jeden Tag 10 Minuten lesen. Weil letztes Jahr habe ich nicht so viel gelesen. Also Kinderbücher ganz viel, aber keine Fachliteratur, nichts. Deswegen mag ich das Medium eigentlich auch sehr. Ich bin jetzt nicht so der Typ für Nachhaltigkeit, ne? Auch das gebe ich zu, ist nicht ganz so mein Thema. Aber auch ich kann noch was in die Waagschale werfen für E-Books. Ich habe es einmal auf dem Handy, ich habe den Kindle E-Reader, die synchronisieren miteinander. Das heißt, wenn ich dann doch mal irgendwo bin und muss irgendwo warten, kann ich halt auf dem Handy auch das Buch lesen und ich kann Notizen machen digital, die durchsynchronisiert sind. Und für jemanden wie mich, ne, also ich kann schreiben, aber man kann es nicht lesen. Das heißt, früher habe ich mir Notizen in Bücher reingeschrieben. Sieht erstmal total blöd aus. Und 3 Tage später wusste ich auch nicht mehr, was habe ich denn da eigentlich geschrieben. Deswegen, ne, auch da fürs E-Book finde ich wirklich eine klasse Sache. Liest sich sehr angenehm, gerade auf so einem E-Reader. Expertenstatus ist ja auch ein gutes Thema. Ich kenne echt viele Leute, die, oder hält sich mal über seine Bucketlist, sagt man ja, also was will ich noch machen, bevor ich irgendwann mal von dieser Welt gehe? Und bei echt vielen steht drauf, dass die mal ein Buch schreiben wollen. Und ich gebe es zu, ne? Auch ich würde gern mal ein richtiges Buch schreiben. Ich habe letztes Jahr ein kleines Kinderbuch geschrieben für meine Tochter, also nur für meine Tochter, die andere ist noch zu klein, die versteht es noch nicht, die wird es dann auch irgendwann sehen. Ich könnte mir es aber auch gut vorstellen, zu sagen, das zu machen, wie viele andere auch, die sagen, ich habe da Schwierigkeiten, das rüberzubringen, was ich eigentlich wirklich denke. Kurzformvideos sind dafür zu kurz, ne? Da muss ich zu sehr sensationslüstern auftreten. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe die Idee,
Würdest du sagen, dass jeder ein Buch schreiben soll? Wie kann ich vielleicht validieren, ob es wirklich das Richtige für mich ist? Wie mache ich so meinen ersten Gehversuch, um zu validieren, das passt? Also, nee, ganz ehrlich, es sollte bitte nicht jeder ein Buch schreiben, weil dann werden wir wieder wie auf Social Media im Einheitsbrei versinken. Das ist tatsächlich wieder diese Schere, die da aufgeht zwischen ich bin wirklich Autor und ich habe mich zum Autor ernannt. Da liegen zwei Welten dazwischen. Und ich glaube, man kann das ganz gut daraus oder damit ausprobieren, dass man wirklich bewusst Texte für Social Media schreibt. Also nicht zwischen Tür und Angel schreibt, sondern wirklich Texte schreibt, sich Gedanken macht, auch sich in Storytelling übt, also wirklich das Geschichten erzählen über Texte. Und wenn man sich damit wohlfühlt und wenn das Texte schreiben für Social Media keine Last ist, dann könnte ein Fachbuch tatsächlich auch eine gute Option sein, weil dann mag man das Schreiben. Oder man probiert es halt einfach mal mit Blogartikeln. Auch das ist eine Das finde gute ich auch Möglichkeit. spannend, dass man einen kleinen Einstieg erstmal macht, weil man muss ja auch gucken, kann ich überhaupt schreiben? Wie finde ich das denn raus? Weil, also ich kenne auch wiederum andere, die angefangen haben mit Büchern schreiben, die einen dann mal was zum Lesen schicken, so ein einzelnes Kapitel, ne, und sagen, guck mal, das wird jetzt der nächste Beste und dort bist der Erste, der es lesen darf, welche Ehre dir zuteil wird. Und du guckst da drüber und denkst so, wie kann ich denn. Da gibt es dieses Valley of Ignorance oder so, also wo ich einfach keine Ahnung habe, was ich da mache, denke ich bin der Beste. Wie kann ich denn für mich rausfinden, ob ich denn wirklich Talent habe oder ob man das auch lesen kann? Wie kann ich das vielleicht ein bisschen validieren, ob ich da was dran bin? Da lohnt es sich tatsächlich, ein paar Euro in die Hand zu nehmen, sich einen guten Lektor zu suchen und zu sagen, einen guten Lektor, eine gute Lektorin zu suchen und zu sagen, ein Fachmensch kann mir sagen, ob mein Text wirklich gut ist und dann aber auch anzunehmen, wenn die Person sagt, das ist es nicht, lass es lieber. Denn Lektoren sind darauf trainiert, es einem Menschen auch so schonend beizubringen, dass er daran nicht zerbricht. Und das ist auch okay, wenn man das dann gesagt bekommt, dann sollte man es, glaube ich, lieber lassen. Wenn du jetzt, ich versuche mal den Vergleich zu ziehen, ich habe viel so YouTube-Coachings durchgemacht und ähnliches, ne? Das ist so ein Medium, was ich sehr mag, eigentlich so vor der Kamera sitzen. Und da hat man mir damals erklärt, hat gesagt, die Leute mit dem größten Wissen haben nicht immer den besten Channel. Denn eigentlich ist es eher 30% das Fachwissen, was man haben muss, und 70%, wie kann ich denn vor der Kamera reden, welches Auftreten habe ich, ne? Also sagen, die weiche Seite. Wie ist es beim Buch? Also kann ich beim Buch auch sagen, über den Schreibstil fehlendes Wissen irgendwie kaschieren? Oder kommt da das Fachwissen deutlicher zur Geltung, dass ich damit mehr glänzen kann, wenn ich vielleicht aber nicht so guten Schreibstil habe? Wie würdest du es einschätzen? Naja, man muss hier vielleicht mal einwerfen, wenn jemand erstmal dein Buch gekauft hat, kann es dir eigentlich ein bisschen egal sein, was er am Ende damit macht. Ob er es dann bis zum Ende liest, hast du nicht mehr in deiner Hand. Außer du schaffst es wirklich so spannend, deinen Text rüberzubringen, deine Geschichte zu erzählen, dass es eben funktioniert. Und genau das ist das Ziel. Und wenn du jetzt fehlendes Fachwissen zeigst, dann weiß das ja dein Leser auch nicht, außer er ist vom Fach. Aber da muss man ein bisschen Hintergrundwissen haben an der Stelle, dass ja selten die Leserschaft auf dem gleichen Niveau ist wie der Autor. Genau. Und das kann man damit natürlich sicherlich ausgleichen. Du musst eigentlich, um Fachstatus zu haben, einfach nur einen Schritt voraus sein gegenüber deiner Zielgruppe. Und dann passt das alles. Da muss man sich da keine Gedanken machen. Wenn du jetzt, also wir haben ja auch gesagt, so eine Bücher-Einheitsbrei. Es gibt diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich denke schon, diese Kauf mein Buch, nur die Versandkosten, das kennst du, oder? Da gibt es ja auch viele davon und ich gebe es zu, ich habe hier ein paar in meinem Schrank gegenüber stehen, weil ein paar fand ich wirklich dann interessanten, aber es gab auch ein paar, die ich mir da einfach bestellt habe, mal zu gucken, wie sieht das Marketing denn da aus. Dieses Buch liest man wirklich irgendwie gefühlt in einer Stunde durch, abends auf der Couch, weil viele Bilder drin sind, sehr, sehr große Schriftart und dann liest du es durch und denkst dir so, das war jetzt aber ganz schön wenig Inhalt auf den 120 Seiten. Wie würdest du sagen, kann man denn dagegen bestehen, dass man nicht so in Einheitsbrei mitmacht? Kommt das noch gut an? Und wie schaffe ich es? Weil jetzt haben wir wieder die Aufmerksamkeitsspanne, ne? Dass vielleicht mein Buch, wenn ich mehr zu sagen habe, wenn ich 300 Seiten habe mit echtem Text, dass die Leute auch dabei bleiben.
Das sind so ein bisschen zwei Welten. Das eine ist, wie schreibe ich den Text, sodass er eben auch auf 300 Seiten gut performt. Es ist keine Frage von, wie viele Seiten hat ein gutes Buch, weil diese Frage kann niemand beantworten. Das ist so Geschmackssache, das ist so personenspezifisch. Da kann ich nicht für jeden eine Einheitsantwort geben. Und es ist natürlich auch eine ganz schwierige Geschichte, wenn ich mir die Qualität meiner Fähigkeiten angucke, muss ich das immer mit den Fähigkeiten abgleichen, die ich da auch im Buch zeige. Und wenn ich nicht so schreibe, dass es der Leser bis zum Ende liest, dann ist es schwierig. Aber beim Thema Buchmarketing ist es halt auch wichtig, du musst einen Funnel aufbauen. Ich bin kein Freund vom Funnel eigentlich, aber hier ist es tatsächlich so. Denn das, was du über deinen Social Media Content im Buchmarketing machst, muss eine Vorschau sein auf das, was der Leser im Buch geboten bekommt. Ganz, ganz wichtig. Also nur wenn ich mich jetzt entscheide, Social Media als Plattform zu nutzen für mein Buchmarketing. Genauso funktioniert es auf YouTube. Ich muss Ausschnitte zeigen von dem, was ich kann, damit Menschen dieses Buch auch lesen. Und ich habe selber die Erfahrung auf YouTube gemacht. Mein YouTube-Kanal hat damals noch keine 300 Abonnenten gehabt. Und der Großteil der Käufer meines Buches ist einfach über meinen YouTube-Kanal gekommen. Ich war so, okay, wie hat das jetzt funktioniert? Aber es hat halt einfach über einen langen Zeitraum, also Buchmarketing ist auch ein Marathon und kein Sprint, das muss man ganz klar sagen. Ich habe immer wieder Ausschnitte aus meinem Buch gezeigt. Und heute ist es im Marketing ja sowieso so, du hast nicht diesen einen Berührungspunkt und die Leute entscheiden sich zum Kauf. Funktioniert auch nicht. Insofern bei der Stange bleiben, nicht aufgeben. Ein Buch ist auch immer ein Langzeitprojekt. Das heißt, ein Buch muss ich nicht von Tag 1 an verkaufen. Ich kann es immer und immer und immer wieder erwähnen. Da gibt es keine Grenze nach oben, wo ich sage, ach, nach 2 Jahren ist, aber außer das Wissen hat sich komplett verändert in dem Bereich, dann sieht es anders aus. Aber ansonsten ist ein Buch auch immer ein Langzeitmarketingprojekt. Dann kommen wir auch dazu mit diesen, ich kann es immer wieder erwähnen. Ich kenne jemanden, der hat ein Buch geschrieben, da ging es um Steuern oder Steuerrecht oder steuerliche Begebenheiten bei bestimmten Objekten im Immobilienbereich. Also da ging es, glaube ich, um, wenn ich es richtig wiedergebe, ich müsste nochmal nachgucken, aber ging es um Tiefgaragenstellplätze. Wenn ich schon irgendwie ein Haus habe und habe dazu was vermietet und wann ist das gewerblich, wann nicht. Also extreme Nische. Und durch diese Nische und diesen Titel, ich müsste mal raussuchen, wie es genau hieß, hat er aber natürlich seine Zielgruppe gefunden, wo er halt auch sagt, ich brauche jetzt nicht tausende Bücher verkaufen. Wenn ich davon 30 Bücher verkaufe, sind die richtigen Leute dabei, die am Ende sagen, mit dem will ich vielleicht arbeiten. Und hat halt sein Konzept dahinter. Deswegen finde ich das spannend, wenn du sagst, mit deinem YouTube-Channel. Und dann kenne ich noch welche, die auch Bücher geschrieben haben, aber wirklich extreme Fachbücher. Haben das dann wirklich an Freunde, Familie verkauft, haben dann ihre 15 Amazon-Bewertungen. Und dann sagen die, eigentlich war es das dann auch, weil dann haben die in ihrem Profil drin stehen, ich bin der Autor von dem Buch, ne, und 5-Sterne-Bewertung und so weiter. Sagen, das ist ein Aushängeschild im Marketing. Und wenn ich jetzt vielleicht auch sowas plane, wir gehen auch noch in der, wie sinnhaft ist das, wie kann ich meinen Status noch bauen, aber wenn ich jetzt wirklich sage, heute, ich habe das gehört, ich finde es gut, was du machst, und ich möchte vielleicht so die ersten Schritte machen und mein Buch schreiben. Dann gibt es ja verschiedene Vorgehensweisen. Und du bist natürlich da Expertin, aber ich habe mal gehört, es gibt zwei Ansätze und würde deine Meinung mich interessieren. Es gibt die einen, die sagen, ich schreibe erstmal die Outline vom Buch und mache das vom Groben zum Feinen. Also sie schreiben sich erst wie ein Storyboard, die Hauptpunkte, dann die Unterüberschriften, dann diese Hauptthemenblöcke und dann füllen sie das Ganze mit Leben. Und dann gibt es die anderen, wie ich hörte, und da gibt es auch berühmte Autoren, die ins eine Lager, die ins andere fallen, die schreiben halt drauf los, von Anfang bis Ende. In welchem Lager bist du oder machst du noch ein neues auf? Was kannst du empfehlen? Wenn ich die Geschichte jetzt erzähle. Also, mein Debütroman ist ja jetzt schon 5 Jahre wirklich in Arbeit im Grunde, aber geschrieben habe ich ihn damals innerhalb von 14 Tagen. Und ich habe damals nicht darüber nachgedacht. Die Geschichte war in meinem Kopf, die musste raus, die musste aufs Papier. Da gab es kein Outline, kein Storyboard, das war einfach gemacht. Und ich habe mich aber über die Jahre auch verändert. Das habe ich jetzt im Nachbearbeiten ganz, ganz klar gesehen. Das, so wie ich damals geschrieben habe, schreibe ich heute nicht mehr und genau deswegen ist es jetzt auch nochmal eine Überarbeitung, weil ich auch an Fähigkeiten nochmal einiges zugelegt habe. Und dann habe ich im November letztes Jahr in 25 Tagen meinen zweiten Roman geschrieben. Quasi ähnliche Situation und ich glaube, ich will dir nicht deine Überleitung wegnehmen,
Aber da habe ich damals ChatGPT, den echten, nicht mich, sondern den echten, gefragt nach, gib mir 25 Wörter zum Thema Compliance. Daraus habe ich die Titelüberschriften gemacht und dann habe ich 25 Tage wirklich wie im Rausch wieder einfach nur durchgeschrieben. Und das habe ich jetzt gelesen und habe gesagt, okay, das ist mein Schreibstil, da muss ich nicht mehr viel dran verändern, bis auf ein bisschen Lektorat. Und da sieht man halt auch dann die Entwicklung. Aber ich glaube, ich bin irgendwo dazwischen tatsächlich. Aber jetzt hast du ja dieses Thema ChatGPT aufgenommen. Bei dir im LinkedIn-Profil steht ja Human ChatGPT. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie bist du denn zu dieser Selbstbezeichnung gekommen? Das war keine Selbstbezeichnung. Okay, wer hat dir den Namen gegeben? Unser, wir kennen ihn beide, der liebe Frank Panzer hat mir diesen Namen gegeben, denn wir haben uns irgendwann mal drüber unterhalten, Madeleine, wie schaffst du so viel Content zu erstellen? Wo kommt das her? Und da habe ich ihm die Technik erklärt, die ich da entwickelt habe über die Zeit. Und dann hat er zu mir gesagt, du bist Human ChatGPT, das geht nicht anders. Cool, das ist ein schöner Und Titel. als wir uns dann ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben, wie ich mein LinkedIn-Profil noch optimieren kann, übrigens auch ein ganz wichtiger Impuls, auch als Social-Media-Profi sollte man sich ab und an mal den Blick von außen holen. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie ich mein LinkedIn-Profil noch optimieren kann. Und dann habe ich das da einfach reingeschrieben, weil es fällt halt auf. Und ich werde da immer wieder drauf angesprochen. Ich gut. Aber zurück zum Thema Bücher, ne? Jetzt, also du schreibst deine Bücher in 18 oder 25 Tagen. Das macht, glaube ich, dem einen oder anderen Angst, weil jetzt die Messlatte sehr hochgelegt ist. Wenn ich jetzt wirklich mich entscheiden sollte und sage, ich möchte so ein Buch schreiben, ne, und ich habe da heute den Mut gefasst, wie ist denn so der Ablauf? Kannst du mal so die groben Schritte von wirklich Anfang bis Ende, was ist da zu tun? Weil ich glaube, viele wissen es gar nicht. Ne? Viele denken, ich schreibe und dann, was kommt dann? Ne? Es gibt ja zwei Wege, den des Self-Publishings und den der Verlagsveröffentlichung. Um in einem Verlag einen Platz zu bekommen, muss man wirklich schon entweder einen Expertenstatus haben, schon mal irgendwo anders was veröffentlicht haben, irgendwo schon mal Co-Autor gewesen sein, etc. pp. Oder man hat ein derart gutes Manuskript, dass der Verlag sagt, okay, das nehmen wir. Man braucht erstmal natürlich eine Buchidee, was will ich überhaupt schreiben? Dann kann ich eben nach dem entsprechenden Verlag gucken oder ich mache es so, wie ich es eben gemacht habe. Ich sage, ich mache das alles selber. Und wenn ich das alles selber mache, dann muss ich mir natürlich noch ein paar mehr Gedanken machen. Lasse ich es drucken oder mache ich es nur als E-Book? Es sollte im Grunde schon vom Schreibprozess Beginn an eine Marketingstrategie da sein, denn man kann Leute schon im Schreibprozess auf ein Buch heiß machen. Das sollte man nicht als Chance vergehen lassen, dass man die Zuschauer da immer mitnimmt, was man da gerade an seinem Projekt tut. Und wenn man dann das Manuskript fertig hat und es eben nicht an den Verlag schickt, sondern alles selber macht, dann sollte man sich zumindest noch mal einen Blick von außen von einem Lektor suchen, der da drauf schaut. Und wenn der Lektor dann soweit durch ist und sagt, das kannst du jetzt so veröffentlichen, dann geht es halt wirklich in den Kern des Buchmarketings. Da wird es dann nochmal Also jetzt für spannend und jemanden, der das noch nie intensiv. gemacht hat, so wie mich, wie finde ich denn den richtigen Lektor und was macht der alles? Also was kann ich bei dem, also macht der jetzt meine Kommasetzung oder guckt er auch, ob das Ganze Sinn macht? Also ein guter Lektor sollte, ich bin da auch kein Freund davon, aber an der Stelle ist es ganz wichtig, der sollte schon irgendwas mit Sprache studiert haben, sei es Literaturwissenschaft, Germanistik etc. Irgend sowas in die Richtung sollte er gemacht haben oder er hat halt ganz viel Erfahrung. Man kann einfach mal sein Netzwerk fragen, sag mal, kennst du einen guten Lektor? Das ist eine Option. Und wenn man so im Internet recherchiert, dann ist eigentlich der beste Indikator, dass man ein Probestück abgeben kann, dass man sich mit demjenigen mal in Kontakt bringt und dass der so ein Probestück abliefert und man dann weiß, passt das überhaupt oder passt das nicht. Und ja, der macht deine Kommasetzung unter anderem. Es gibt aber auch je nach Genre so ein Format, das nennt sich Plausibilitätsprüfung. Okay. Also das war für mich im Roman zum Beispiel, da haben wir ganz, ganz viele Klippen gefunden, da passend, oder war am Anfang so, ist jetzt nicht mehr so, da haben Zeiten nicht zusammengepasst, da haben Abläufe
ich habe Sachen erwähnt, die passiert sind, aber ich habe sie vorher gar nicht erzählt. Sie sind nur in meinem Kopf passiert, aber das ist im Genre und des Romans noch viel intensiver. Und im Sachbuch oder im Ratgeber ist die Plausibilitätsprüfung eigentlich nur insofern wichtig, wenn man dann auf Fakten guckt. Also stimmen alle Zahlen oder hat sich da irgendwo ein Komma verschoben? Kann ja alles mal passieren. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis: Man darf sich da auch nicht grämen. Je länger man an einem Buchprojekt arbeitet, umso betriebsblinder wird man. Das ist ein ganz normaler Prozess. Es sagt nichts über die eigenen Fähigkeiten und den eigenen Wert aus, auch nicht als Experte, dass sich da Fehler einschleichen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Also gut, fasse ich nochmal zusammen. Man schreibt, während des Schreibens schon die Marketingidee, den roten Faden mitbringen, dann sich einen Lektor suchen, der einen da unterstützt. Und dann kann es natürlich in Self-Publishing und Marketing gehen, wo es, ich denke mal, das wird in den Rahmen sprengen, was da alles für Möglichkeiten gibt. Ich kenne nur das über Amazon, ne? Das ist ein sehr einfaches Programm, was man nutzen kann. Gibt da wahrscheinlich noch andere Wege, aber das muss man dann wahrscheinlich mal im Einzelgespräch mit dir rausfinden. Richtig. Sonst würde das jetzt zu umfangreich werden, genau. Genau. Wenn wir auch gleich sagen, wer mit dir sprechen sollte und will, ne, du hast mir gesagt, du hilfst anderen Leuten, diesen Weg zu gehen, mit dem Buchschreiben. Und du hast mir auch erzählt, du hast ein bisschen, also in meinen Augen, eigenen Ansatz. Wenn man jetzt sagt, Mensch, ich möchte ein Buch schreiben, ich brauche jemanden, der mich in die Hand nimmt, ne, und möchte mit dir Kontakt aufnehmen, was ist erstens der beste Weg, um so einen Einstieg zu finden mit dir? Worauf muss man achten? Wer ist deine Zielgruppe und wie ist denn so der Ablauf? Ich fange mal bei der Zielgruppe an, ist vielleicht ganz wichtig. Also mir geht es vor allem in meiner Zielgruppe um kreative GründerInnen. Ich lege mich da bewusst, was das Geschlecht angeht, nicht fest, denn sowohl männlich als auch weiblich gelesene Personen können Glaubenssätze haben, die sie davon abhalten, sichtbar zu werden. Ob jetzt über das Expertenbuch oder über Social Media oder das in Kombination steht erstmal in Klammern. Und wenn jemand sagt, ich habe diese Glaubenssätze, ich traue mich nicht, mich sichtbar zu machen, woran liegt es denn? Oder wen kann ich überhaupt ansprechen? Dann bin ich der richtige Ansprechpartner. Weil in meinem Mentoring-Programm geht es nicht darum, eine Strategie zu finden, die besonders viele Follower anzieht, sondern die richtigen Menschen und die richtige Zielgruppe. Und je kleinteiliger und spezifischer das Ganze ist und also genauer das Ganze ist, umso ertragender wird es am Ende, denn nachhaltiges Social Media Wachstum kommt halt einfach nicht über Nacht und ein nachhaltiges Expertenbuch kommt auch nicht über Nacht. Absolut, Und ja. wenn man sagt, man erkennt sich darin wieder, man braucht eine Strategie, die zum eigenen Leben passt und nicht ein Leben, das zu einer Strategie passt, dann ist man in meiner Zielgruppe. Und wie ist denn so der Ablauf? Also wenn man jetzt sagt, hey, ich sehe mich da drin, man nimmt Kontakt zu dir auf, was passiert dann danach? Danach kann man ein Erstgespräch buchen. Ein kostenloses Erstgespräch. Ich sage es immer wieder gerne. Es dauert so um die 30 Minuten. Wir gucken einfach, ob es matcht, ob es passt, ob da die Chemie stimmt, ob ich der richtige Ansprechpartner bin, ob das Thema, was die Person mitbringt, zu mir passt. Oder auch, wenn ich zum Beispiel merke, dass es da auch noch emotionale Hürden gibt, die über Glaubenssätze hinausgehen, dass zum Beispiel das ist jetzt Tiefgang, aber ich sag's trotzdem, dass es da zum Beispiel auch eine mentale Herausforderung Richtung psychische Erkrankung gibt, dann sag ich immer, hol dir bitte vorher medizinisches Feedback, ob das überhaupt für dich funktioniert. Also so offen bin ich dann schon im Erstgespräch. Und wenn derjenige dann sagt, nee, das passt für mich alles, dann schicke ich ihm das Angebot. Und dann kann er sich einen von drei Mentoring-Wegen aussuchen, intensiv, gestreckt oder über 18 Wochen am Stück. Und ja, und wenn das dann passt und er sagt, das Angebot passt mir, dann kommt der Vertrag zustande. Das klingt spannend. Und dann begleitest du 18 Wochen lang und am Ende, was steht dann? Also bis zum fertigen Buch, ist das so der Ansatz oder wie muss ich mir das vorstellen? Das Thema Expertenbuch ist ja jetzt erst, also dass ich das an andere weitergebe, ist ja erst in den letzten ungefähr so 3 Monaten überhaupt aufgekommen. Da arbeite ich gerade auch noch an einem neuen Programm. Nur so viel dazu.
Bis jetzt ging es ja vor allem mit meinen Kundinnen immer darum, eine Social Media Strategie fürs Kreativbusiness zu finden. Und ja, das sind 18 Wochen. Dazwischen gibt es aber auch Lücken, in denen, also von ungefähr 14 Tagen und dann auch nochmal von 4 Wochen. Also je länger das Mentoring dauert, umso also zum Ende hin werden dann die Entfernungen ein bisschen weiter, bis wir uns dann wiedersehen. Weil ich einfach dabei unterstützen möchte, dass derjenige dann irgendwann seine Strategie auch selber austesten darf und auf eigenen Füßen steht und mich nicht mehr fragen muss bei jeder Entscheidung, sondern einfach ein Gespür dafür bekommt, dass er das auch gelernt hat und weiß, was er da tut. Und wie gesagt, da gibt es dann diese Selbsterprobungszeiträume und insgesamt sind es, wenn man es über 18 Wochen Stunden macht, dann gibt es halt immer eine 60-Minuten-Sitzung pro Woche. Eben mit diesen Pausen dazwischen. Das klingt sehr umfangreich, ne? Also man merkt, du hast da verschiedene Perspektiven in dein Angebot drin, ne? Also wirklich viele Blickwinkel. Das finde ich macht sehr spannend. Und wir werden verlinken, wie man zu dir Kontakt aufnimmt. Ich denke mal, wahrscheinlich hast du dann einen Link für uns, den wir da noch mit reinpacken, wie man da am besten zu dir findet. Deswegen jeder, der da den Mut ergreifen möchte, sich mit dem Thema zu beschäftigen, einfach mal das Gespräch suchen. Und jetzt sind wir auch so langsam am Ende. Ich habe noch so ein paar kurze Fragen. Jetzt sind wir nämlich sehr tief eingestiegen, um das Ganze wieder etwas aufzulockern. Bin ich ein Fan davon, so am Ende noch mal so ein paar schnelle Fragen zu haben, die vielleicht mal zum Nachdenken anregen, ein bisschen anders sind. Du bist ja viel auf LinkedIn unterwegs und ich habe die letzten Tage dein Profil nochmal angeguckt, deine Beiträge nochmal sehr intensiv gelesen. Und deswegen meine Frage, wenn du dir für LinkedIn etwas wünschen könntest, vielleicht ein Feature oder du könntest was bestimmen, ne, ein Gesetz erlassen oder auch was verbieten, was wären das so vielleicht für maximal zwei Dinge? Wenn du jetzt einen Tag einen Zauberstab schwingen, du darfst bestimmen, was wäre das? Ich würde gerne die Möglichkeit haben, alle unechten Menschen einfach von diesem, also von dieser Plattform löschen zu dürfen. Was sind unechte Menschen? Also Menschen, die nicht mit dem, was sie da kommunizieren, ihren Werten einfach übereinstimmen. Du hast es vorhin schon mal gesagt, die sich die Maske aufsetzen und nicht aus Angst vor Angreifbarkeit eine Maske aufsetzen, sondern einfach, weil sie Menschen in die Irre führen möchten. Okay. Noch einen zweiten Wunsch? Eine kürzere Planungsmöglichkeit. Eine Also kürzere Planungsmöglichkeit? wenn ich die Planungsfunktion nutze und kann ich das maximal oder minimal mit einem Abstand von einer Stunde einstellen, ich hätte da gerne eine kürzere Zeit, so ich poste in einer Viertelstunde oder so. Aber das ist so ein technisches Feature, das würde ich mir auch noch wünschen. Das habe ich noch nie angesehen. Okay, finde ich spannend. Kleines Feature. Also da, das finde ich jetzt einfacher umsetzbar wie das andere, ne? Ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt degradiere, aber kleiner Spoiler. Ich bin um 8 Uhr morgens noch nicht wach, wenn meine Posts online gehen. Gut, aber mit der Viertelstunde, ne? Also sag mal, wenn Ja. jetzt länger, dann das kann ich verstehen. Ich mache das ähnlich, ne? Also auch mal, ich schreibe manchmal zum Beispiel E-Mails vor, die ich dann später sende. Und ja, mit einer Viertelstunde vorposten, das kann manchmal auch sinnvoll sein, ja. Ja. Okay, denken wir jetzt mal ein bisschen weiter. Wenn du jetzt bei den Unternehmen, die du siehst, ne, mit denen du zu tun hast, dir eine Sache vielleicht auch verpflichtend machen könntest, ne? Also wieder der Zauberstab, diesmal deutschlandweit ein Gesetz wird erlassen. Was würdest du denn wünschen, was denn vielleicht die Selbstständigen, die Unternehmer, ne, mit wem du auch immer bestimmen möchtest, was die vielleicht ab heute machen müssten, wenn du es entscheiden könntest? Ich würde mir fürs Arbeitsleben generell wünschen, dass Quoten nicht mehr durch Entschädigungszahlen abgegolten sein können. Also ich habe eine Behindertenquote, okay, ich will sie nicht einhalten, weil ich habe keine Lust darauf, Menschen mit Behinderungen in meinem Arbeitsleben zu haben. Okay, ich zahle eine Entschädigungszahlung, dann bin ich aus der Sache raus. Sowas würde ich mir wünschen, dass das abgeschafft wird. Genauso wie Wusste gar nicht, dass Compliance-Verstöße, das geht. Datenschutzverstöße und so weiter. Ja. Ja, ich habe ja noch mit dem Jura mal ein zweites Standbein gehabt, aber. Spannend, wusste ich nicht, ne? Vielleicht auch viele andere nicht. Da werde ich mich mal beschäftigen. Das wusste ich gar nicht, wie das möglich ist und wen das betrifft. In Bezug auf Social Media, vielleicht mal so fernab von LinkedIn, gibt es denn da vielleicht für eine andere Plattform wieder ähnlich ein Wunsch oder ein Verbot, wo du sagst, Mensch, das würde das Leben wirklich bereichern? Oh, kurze Frage, aber wirklich tiefgehendes Thema eigentlich. Ich würde mir wünschen, dass ich mich auf Instagram nicht
den ganzen Tag damit rumschlagen muss, irgendwelche Fake-Accounts, die eine ungesunde Form von Bildern, ich möchte es jetzt nicht beim Namen nennen, teilen, dass die nicht erst gesperrt werden müssen, sondern dass sie sich schon gar nicht mehr anmelden können. Das ist nämlich eine sehr belastende Situation im Alltag als Unternehmer. Das ist wirklich krass, was auf Instagram manchmal für Dinge sieht, wo man sagt, gut, durch die Riesenmasse schwer prüfbar, aber dann deckt man wirklich wilde Dinge, das nicht immer dahin gehört, ja. Richtig. Ja, da würde ich einhaken, ich würde auch gern, dass das Alter, wann man sich denn für solche Plattformen anmelden kann, hochsetzen, Richtig. weil ich merke halt auch, das hat Potenzial, es zeigt ja Dinge, die nicht real sind, die man nicht immer ganz gleich, also selbst wir als Erwachsene können sehr schwer unterscheiden, ist die Person wirklich so, wie viel ist jetzt Geschauspieler? Und deswegen würde ich gerne eigentlich das Alter, wann kann man sich da anmelden, hochnehmen, dass man einfach dann schon eher einschätzen kann, was tue ich da. Sein Gehirn nicht so schädigt in jungen Jahren. Deswegen würde ich da auch gerne in diese Kerbe noch mit einschlagen, ja. Okay, dann vielleicht noch so eine kleine letzte oder ist schon eine große Frage zum Abschluss so langsam. Angenommen, ne, es gibt ja Social Media Management Ausbildung und ähnliches und sagen wir mal, bei den Schulungen, die die Leute machen, um das Thema Content Creation, das Handwerk zu lernen, dürftest du ein Modul gestalten, was die alle verpflichtend sehen müssen von dir? Was würdest du denn gerne in einem halbstündigen Video mit auf den Weg gehen? Mal so grob umrissen, wo du sagst, das wäre so der wertvollste Impuls von der Ausbildung. Die Information, dass es nicht die eine Strategie gibt, und dass niemand die Verpflichtung hat, der Menschen erreichen möchte, zu einer Uhrzeit zu posten, zum Beispiel. Ich muss nicht mein Leben nach Social Media ausrichten und ich kann trotzdem erfolgreich sein mit dem, was ich tue. Es gibt auch noch ein reales Leben. Ich glaube, so würde ich dieses Modul nennen. Es gibt auch noch ein reales Leben. Das finde ich gut. Man merkt dann auch, ne, ich hatte jetzt ja ein paar Interviews, ein paar Gespräche mit Leuten, die auf Social Media sehr, sehr viel machen. Und der Tenor bei allen, das finde ich halt auch sehr spannend, jeder, der das sehr für sich nutzt, sieht es aber auch persönlich als zweischneidiges Schwert. Und das finde ich wirklich sehr spannend, ne, dass eigentlich die Leute sagen, okay, ich schwimme da auf der Welle mit, ich nutze das, aber es hat auch viele Gefahren, ne? Also man sollte es auch nicht überstrapazieren, dass das sehr nah beieinander liegt. Deswegen danke für den Impuls. Bevor wir dann die Folge, die Episode für heute zum Ende bringen, gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, da habe ich jetzt gar nicht nachgefragt, ein Thema, was dir vielleicht wichtig ist, bevor wir jetzt gleich auseinandergehen, das heute noch zu transportieren? Oder hast du heute alles gesagt, was du sagen wolltest für diese Folge? Also es gibt wahrscheinlich noch mehr zu sagen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es gibt sogar noch zwei Impulse. Der eine ist, denk an dein Dopaminzentrum, nicht dadurch abzustumpfen, dass man sich damit füttert, dass man einen Post hochlädt und auf Likes wartet, weil fördert diesen ungesunden Mechanismus im eigenen Gehirn, dass man nur noch auf Basis von Social Media seinen eigenen Wert sieht. Wenn ich mal einen Tag habe, wo ich wenig Likes bekomme, bin ich deswegen als Mensch nicht weniger wert. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Impulse, die ich auch immer weitergebe. Und die juristische Perspektive auch nicht außen vor zu lassen. Ich weiß, Datenschützer und Compliance-Beauftragte sind immer die ungeliebtesten Menschen in jedem Unternehmen. Aber Social Media ist einfach kein rechtsfreier Raum. Genau. Finde ich gut. Noch zwei gute Aussagen zum Schluss. Ich würde sagen, damit lassen wir das stehen mit der Aussage, Social Media ist kein rechtsfreier Raum. Können wir das Ganze heute zum Ende bringen? Deswegen danke ich dir vielmals. Für alle, die zugehört haben, einfach wie man den Kontakt aufnimmt, wo man dich findet, dein Angebot und so weiter, das verlinken wir dann in den Shownotes auf YouTube, je nachdem, wo wir das veröffentlichen. Ich habe herzlich zu danken. Das war heute für mich auch sehr bereichernd. Ich habe viel gelernt über das Thema Expertenstatus, authentisch kommunizieren. Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Gerne.